diesem Stein gemeißelt. Jetzt sind in diesem Wünschestein, wie er heißt, viele Wünschezettel der Kinder eingearbeitet und werden dort wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit gelagert sein. Die Wünsche der Kinder sind dort in diese Unterseite des Steines eingebettet und auf kleinen Zetteln dort in die Ewigkeit hineingeschrieben. Wie viel wäre, wenn durch das Medium Stein die Verantwortung der Menschen für die Schöpfung wecken und der Schöpfung gleichzeitig eine Würde geben, die man nicht verletzen darf? Er versteht eben Kunst nicht als orientierungsloses Dahinarbeiten, sondern Kunst bringt in Auseinandersetzung und vertritt Standpunkte. Beim Grundstein bei der blinden Schule streichelt das Wasser den Stein, markiert durch sein Fließen und Plätschern einen Orientierungspunkt und gibt gleichzeitig den Blinden Orientierung. Die unterschiedlichen Oberflächen sind nicht nur sichtbar, sondern auch fühlbar. Kunst mit allen Sinnen, mit Herz und Verstand. Bei diesem Grundstein hörst und siehst und fühlst du Frieden, Versöhnung, nimmst ökologisches Gleichgewicht wahr und dass du dazugehören darfst, ohne zu stören. Du fühlst einfach schön. Du nimmst die Zeichen, die Gestalt von Geborgensein wahr, ganz sinnlich. Vielleicht ist das Geheimnis dieser Steinkunst. Du nimmst deine Wirklichkeit wahr, bei der es nicht so sehr auf dich ankommt, sondern diese Wirklichkeit kommt auf dich zu. Was mich ermöglicht, was mich sein lässt, durch Ertasten, Hören, Sehen, Fühlen, vielleicht auch Riechen, das sind Bilder, die mich in einen guten Zusammenhang stellen. So etwas erleben wir als schön. Wo das Kunstwerk ist, da ist kein Teufel, sagt Gomesch Stabilia. In der Bibel wird davon berichtet, die im Kultus verwendeten Steine sollten zunächst unbehauen bleiben. Das weist zurück auf die Vorstellung vom beseelten Stein. Später dann aber auch wurden die Altarsteine bearbeitet. Aber eben, der Stein hat in der religiösen Sprache auch Seele. Und durch Kunst erhalten wir Berührung mit dieser Seele. Nicht wir bearbeiten die Seele, sondern sie bearbeitet uns. Die Arbeit mit dem Stein, das kann man bei Wilfried Ehre bei der Arbeit beobachtet, kann man ganz deutlich sehen, ist eine ganz, ganz langsame Arbeit. Das Zeitmaß verschiebt sich durch diese Arbeit am Stein. Der Künstler erfährt dabei ständig, wie alt der Stein ist. Der Stein ist eben auch Kreatur. Alle Kreaturen haben ihre Zeit, um zu leben. Wenn ich der Kreatur Zeit gebe, gebe ich ihr und mir gleichsam Würde. Ich lasse in dieser intensiven Arbeitszeit eine Beziehung zu, die die lange Zeit mit einbezieht. Das lässt eine Beziehung zum Stein entstehen, in der ich dem Stein Zeit gebe und der Stein mir Zeit gibt. Der Stein wird somit zum Gegenpol des Oberflächlichen, der Schnelllebigkeit. Wenn ich diesen Stein mit seinem ewigen Zeitumfang bearbeite, dann merke ich, welch kleiner Mensch ich bin, welch kleine Erscheinung ich eigentlich bin. So spürt es jedenfalls Wilfried Wehre bei seiner Arbeit. Ich fühle mich auf mein eigenes menschliches Maß gestutzt. Ich bin ein kleines Rad im Weltgeschehen. Ich bin nur ein kleiner Besucher, der aus der Ewigkeit kommt und in die Ewigkeit wieder geht. Ich gehe dann irgendwann, aber der Stein bleibt.
Deswegen verbietet die Arbeit mit dem Stein jede hastige Kurzlebigkeit. Aus diesem Grunde arbeitet Wilfried Beere eben nicht gegenständlich, nicht figürlich. Im Prozess der Bearbeitung gehen immer nur kleine Stücke vom Stein ab. Deswegen hat der Künstler Zeit, die Form immer wieder zu überprüfen. Das Abschlagen der kleinen Stücke ist wie ein Herzschlag, ist Meditation. Wenn der Stein fertig ist, spüren wir eine innere Ruhe, gelassen sein, gehalten werden. Der Stein entlässt uns sozusagen in eine innere Harmonie. Beim Steinbearbeiten geht es dem Künstler wohl wie dem Ikonenmaler. Es malt in mir. Die Ikonenbilder sind ja nie signiert. In ihnen schimmert der Hinweis auf das Geistige, auf das Göttliche hin. Die Person steht ganz im Hintergrund. Nicht ich habe gemacht, sondern es ist so geschehen. So nimmt der Künstler sich in der Arbeit zurück. Auch die Steine werden ja nicht signiert. Bei der Bearbeitung mit dem Stein hat der Künstler immer das Gefühl, so alt wie der Stein werde ich ja nicht. Er erlebt seine eigene Begrenztheit, seine Endlichkeit. Dieses Gespür für die eigene Endlichkeit gibt gleichzeitig dem Impuls, das Leben, den Augenblick als ganz kostbar zu empfinden. Der Satz einer amerikanischen Nonne, heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens, gewinnt durch die Arbeit mit dem ewigen Stein neue Realität. Wilfried Beere formuliert es so für sich, je mehr ich bei der Arbeit an das Ewige oder vielleicht sogar an den Tod denke, desto lebendiger werde ich. Gleichzeitig bekomme ich ein neues Verhältnis zu den ganz alltäglichen Dingen. Ich sage zum Beispiel nicht, ach wie furchtbar ist es heute, dass es nun wieder regnet, heute scheint ja nur die Sonne, sondern ich nehme die Regentropfen bewusst als etwas Schönes, etwas Erfrischendes wahr. Sich an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen, sie positiv sehen, das ergibt sich bei ihm aus der Arbeit mit dem Stein. Der Stein, mit dem ich arbeite, den gibt es manchmal 2 Millionen Jahre. Ich aber werde vielleicht 70 oder 80 Jahre. Deshalb muss ich ihm eine Chance geben, jene Ewigkeit zu zeigen, die in ihm steckt. Also nicht der Künstler gibt dem Stein eine Chance, sondern der Stein gibt dem Künstler eine Chance. So habe ich durch die Arbeit mit dem Stein erfahren, dass der Stein meine Seele berührt, sagt er. Vielleicht gelingt es uns ja auch, bei dem Betrachten der Steine unsere Seele anblicken zu lassen. Das wünsche ich Ihnen, wenn Sie nachher in aller Ruhe sich die Steine betrachten. Und ich finde es ganz erstaunlich, wie lange die Kinder eben ruhig sind. Das haben wir ganz toll. Ich möchte Sie noch herzlich einladen, nach dem Gesang der Kinder, dass sie sich zu einer Tasse Tee einlassen. Vor 400 Jahren kam grüner Tee aus China nach Japan. Zu dieser Zeit meditierten Mönche oft mit Steinen. Sie betrachteten den Stein von allen Seiten viele Stunden, lang, viele Tage, oft Wochen und Monate lang. Und dabei tranken sie gelegentlich grünen Tee. Auch Stein und Tee sind in einem inneren Zusammenhang. Vielleicht können auch wir das nachher nachempfinden. Dazu möchte ich Sie auch im Namen von Wilfried Beere ganz herzlich nachher einladen. Schönen Dank, dass Sie sich auf den Stein in dieser Weise eingelassen haben.